herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 150 Jahre ÖRG Behind the Scenes, heute aus Kemerton in Tirol. Kommt's mit, wir schauen rein, ob der Manfred schon da ist. Ja, Katharina, guten Morgen. Ja, hallo Manfred, freut Servus. Mich, dass wir uns jetzt endlich persönlich kennenlernen. Die Freude ganz bei uns, super. Fein, dass du da bist. Manfred, möchtest du dich für unsere Zuschauer kurz vorstellen? Gern. Mein Name Manfred Lubi, verantwortlich in der Rolle des Verkaufsleiters seit 2005 hier in Kemerton. Manfred, wie viele Mitarbeiter arbeiten denn hier an diesem Standort? Gesamt sind wir 110 inklusive unserer Lehrlinge. Wie lange gibt es diesen Standort hier schon in Kemerton? Er zählt einer zu den ältesten von der ÖRG. Seit 1973 wurde der erbaut. Darf ich die bitten? Unsere erste Station, die Heizungsabteilung. Jetzt sind wir in der Heizungsabteilung, da werden die technischen Dinge für Heizungsbedarf abgearbeitet. Der Walter, unser Urgestein in dieser Abteilung. Servus, und Walter. Der Anton, der gerade in der Pause ist, Die bearbeiten diesen Markt. Wo sind wir denn hier, Manfred? Jetzt sind wir im Telefonverkauf gelandet. Hier wird ganz Tirol im Innendienst betreut, bearbeitet. Wir sind 8 Personen plus einem Lehrling hier. Ohne Lehrlinge würde man nicht wissen, wo man Mitarbeiter ständig nachkriegen. Also ganz, ganz wichtig. Katharina, jetzt sind wir in der Offertabteilung gelandet. In der Offertabteilung sind wir hier mit 2 Damen besetzt. Von hier aus wird auch Vorarlberg mitbetreut. Das regionale arbeiten wir mit der Petra in Vollzeit und mit unserer Andrea in der Teilzeit ab. Okay, hallo die Damen. Wir stehen ja hier in diesem riesigen Lager. Das ist ja auch eine Besonderheit dieses Standorts, oder? Schon. Die Grundfläche 20.000 Quadratmeter. Wir bewirtschaften 7.500 Artikel ständig am Lager mit einem Lagerwert von rund 7,6 Millionen, und von da aus wird auch Vorarlberg mit beliefert. Das heißt, Ware, die am Vortag in Bertholdsdorf oder Zentrallager Wels erfasst wurde, geht im Nachtsprung nach Kemerton, und das heißt vor 7 Uhr in der Früh in Vorarlberg. Das ist wirklich eine ganz erstaunliche Leistung. Du hast mir vorhin erzählt, da ist doch nur eine Stunde Spanne dazwischen, wenn der LKW ankommt aus Wels, ja, und bis er dann wieder nach Tirol oder nach Vorarlberg auf die Baustelle fahren muss. Richtig. Wir werden in der Nacht mit 4 Sattelschlepper beliefert aus den Zentrallagern Osten. Und dann bleibt uns genau eine Stunde, wenn alles gut geht, weil der erste LKW schon um 2:30 wieder abfahren muss nach Vorarlberg. Hier sind wir im Bultverkauf. Da passiert die Abholung der Ware anders wie in einem klassischen ISZ. Hier hat der Kunde keinen Kontakt mit der Ware. Hier kommt er rein, deponiert seine Bestellungen beim Mitarbeiter. Binnen 5 Minuten ist die Ware kommissioniert, im Schnitt je nach Größe des Auftrages, und wird dem Kunden übergeben. Wir dürfen jetzt noch bei unserer Karin vorbeischauen, bei unserer Assistentin. Hallo Karin. Die Seele von uns allen. So, Katharina, jetzt sind wir in meinem Reich gelandet. Also ich hab gar nicht gewusst, dass der Jörg der Chef da ist. Ich habe gedacht, du bist der Chef da. Ja, wir sind da in meinem Büro gelandet. Somit sind wir am Ende mit unserem Rundgang. Ich wünsche dir eine gute Heimreise und bis bald. Wir sehen uns dann in Wien. Ja, danke Manfred, es war total nett hier. Danke für die tolle Tour deines Standortes. Ciao. Tschüss, pfiat dich.